Dornröschen. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag. Ach, wenn wir doch ein Kind hatten und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser aus Land kroch und ihr sprachen. Dein Wunsch wird erfüllt. Werde er ein Jahr bereit, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König der Freunde sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest aufstellte. Er ladete nicht bloß seine verdammten Freunde und Bekannte, sondern auch die weißen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihre 13 in seinem Reiche, weil er aber nur 12 goldene Taler hatte, von welchen sie essen sollten, so musste ein von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weißen Frauen das Kind mit ihrem Wundergeben, die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Richtung und somit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die 13. herein. So wollte sich darauf rühren, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an eine Spindel stechen und dorthin fallen. Und ohne eine Worte weiter zu sprechen, kehrte sie sich und verließ den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die 12 Hörer, die ihren Wunsch noch übrig hatte und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihm mildern konnte, so sagte sie: Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in welche die Königstöchter füllt. Der König, der sein liebes Kind vor und Unglück gern bewähren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindel im ganzen Königreiche verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Geben der weißen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann er es ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tag, wo es gerade 15 Jahre alt wird, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieben. Da ging es allorten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatten, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wundertreppe hinauf und gelangte zu einem kleinen Tiere. In dem Schloss steckte ein Forsterer Schlüssel.
Und als es und drehte, sprang die Tür auf und saß dann in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spinde und spann emsig ihren Flachs. Guten Tag, du altes Mutterchen, sprach die Königstochter. Was machst du da? Ich spinne, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. Was ist das für ein Ding, was so lustig herumspringt? Sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindelauge rührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf dem Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. Und dieser Schlaf verreibte sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hofstadt mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen auf der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und stief ein, und der Braten hörte auf zu brutten, und der Koch, der den Kuchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in die Haare ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schlosse reckte sich keine Blättchen mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wird, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wusch, dass gar nicht davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornchen, denn so ward die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssohne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen und die Jünglinge blühten darin, hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von den Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornchen genannt, schon seit 100 Jahren schliefe und mit ihr den König und die Königin und der ganze Hofstadt. Er wusste auch von seinem Großvater, dass schon viele Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornchen sehen. Der gute Alte mochte ihm
erraten, wie er wollte, hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die 100 Jahre verflossen und der Tag war gekommen, wo Dornchen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander und ließen ihn unterständig hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im Schlosshof sah er die Pferde und schäckigen Junghunde liegen und schlafen. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gestockt. Und als er ins Haus kam, schließen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem schwarzen Hund, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah im Saale dem ganzen Hofstadt liegen und schlafen. Und oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welche Dornchen schließen. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er berührte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornchen die Augen auf, erwachte und blickte ihm ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstadt und sehen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rittelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, die Tauben auf den Dache sogen das Köpfchen unter den Flügeln herüber, sehe umher und flogen im Feld. Die Fliegen auf dem Winden kroschen weiter, das Feuer in der Küche erhob sich, flockerte und kochte das Essen. Der Braten fing wieder an zu brutzeln, und der Koch gab dem Junge eine Ohrfeige, dass er schrie, und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit, das Königssohn mit dem Dornenroschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebt vergnügt bis an ihr Ende. Danke.